Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen hier bei Gran Turismo Sport. Es geht weiter in der Manufacture Series. Wir sind in Italien unterwegs auf der wunderschönen Strecke Monza. Wir fahren hier ohne Schikanen, das heißt ja noch mehr Highspeed wie sonst auch. Insgesamt 15 Runden. Wir müssen hier auch mit zwei Reifenmischungen auf jeden Fall an den Start gehen. Einmal mit der weichen und einmal mit der mittleren. Wir haben insgesamt dreifachen Treibstoffverbrauch und 11-fach Reifen. Das heißt ja, ein Boxenstopp müssen wir sowieso machen. Und ja, schauen wir mal. Ich bin hier von P4, gehe ich hier ins Rennen. Es wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen als sicherlich auch die Pole, aber ja, ich wurde da bei meinem letzten Versuch mal wieder etwas behindert von einem anderen Fahrer. Darum nur P4. Liebe Zuschauer, die Manufacture Series geht schon in Runde 6, das ist Wahnsinn. Ein Gruppe 4 Rennen hier in Monza, wie gesagt, ohne Schikanen. Macht das Ganze noch etwas spannender. Eigentlich nicht spannender, ich finde es eigentlich mit Schikanen interessanter. Aber schauen wir mal. Auf der 1, auf der Pole Position, haben wir einen Engländer in Ferrari Italia. Auf der 2 haben wir einen Portugiesen im Mercedes AMG. Auf der 3 haben wir einen Engländer in der Dodge Viper. Und auf der 4 meine Wenigkeit im Ford Mustang. Auf der 5 ein weiterer deutscher Fahrer im Porsche GT4. Und auf der 6 ebenfalls ein GT4 von einem Spanier gefahren. Auf der 7 noch ein Spanier, ebenfalls im GT4. Auf der 8 ein Italiener im Nissan GT-R. Auf der 9 ein Franzose, ebenfalls im Nissan. Auf der 10 ein Portugiese im VW Scirocco. Auf der 11 ein Pole müsste das sein im Mercedes AMG. Auf der 12 ein Österreicher im Toyota 86. Auf der 13 ebenfalls im Toyota ein Spanier. Und auf der 14 ein Italiener im Nissan GT-R. Und auf der 15 ein Belgier im Porsche GT4. Und auf der 16 ein Engländer im Lexus RCF. Eine ganz bunte Lackierung hier am Start. Auf der 17 ein Engländer im Lamborghini Huracan. Auf der 18 ein deutscher Fahrer im BMW M4. Und auf der 19 noch ein Österreicher im Nissan GT-R. Und auf der 20 haben wir noch einen Spanier, ebenfalls im Nissan. Viele Nissans heute dabei und Porsche. Ich mal gespannt, wie ich gegen die ankomme. Meine Ausgangssituation ist hier nicht so schlecht. Sieg wäre mal wieder schön. Wir schauen einfach mal, was da heute drin ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen, Leute. Und los geht's hier in Monza. Ja, wunderschön hier die Flieger am Himmel mit der italienischen Flagge. Immer ein Highlight hier in Monza. Wie gesagt, hier ohne diese Schikane. Oh, da ist schon der erste raus ins Kiesbett. Wahnsinn. Wichtig sind hier auch die Track Limits, dass man hier keine Strafen kassiert. Und da ist die Viper raus, unfassbar. Und wie könnte es anders im Monza sein? Ein Ferrari führt. Passend zur Strecke. Schauen wir mal. Noch dazu ein Engländer im Ferrari, das ist auch interessant. Thank you.
dürfte eine Strafe geben für den Mann im Ferrari oder Frau. Auf jeden Fall komme ich jetzt hier mal ganz gut vorbei. Oh, da keine Strafe bekommen. Okay, war es wahrscheinlich irgendwie noch in der Toleranz. Boah, ist mir aber mal böse das Heck ausgebrochen. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt hier mit der weichen Mischung unterwegs. Ich wollte eigentlich zuerst mit der mittleren starten, aber ja, ich habe es wieder mal vergessen umzustellen. Also vorm Rennen. Bringt mir jetzt vielleicht sogar einen Vorteil, mal sehen. Aber jetzt saugt sich hier schon mal eine Ferrari im Windschatten an. Dass er mir hier nicht reinfährt. Ja, alles gut gegangen. Ich bin ja mal gespannt, wie lange diese weichen Reifen halten. Ich würde mal schätzen, so vielleicht 4, maximal 5 Runden. Ich bin eh noch am Zweifeln, ob das hier mit einem Stopp ausreicht. Aber wir werden sehen. Track Limits, ich hoffe, dass das eine Strafe gibt, aber dürfte es eigentlich nicht, weil nur zum Kieswert. Aber sieht gut aus. Aber so richtig absetzen kann ich mich von dem Ferrari irgendwie auch nicht. Mal gespannt, wie das aufgeht. Boah. Der klebt mir an der Stoßstange. Wahrscheinlich wird er mich jetzt auch hier auf der Geraden überholen. Könnte ich mir vorstellen. Ja, der ist schon wieder neben mir. Seht ihr unten rechts auf dem Radar. Ja, das habe ich befürchtet. Windschatten bringt halt hier doch einiges. Aber jetzt habe ich ja wieder den Vorteil, dass ich mich ransaugen kann. Der Nissan hinter mir, der ist auch auf der Lauer. Oh, der hat eine Strafe, 0,5 Sekunden. Muss ich nur zusehen, dass ich an dem Ferrari dranbleibe. Blöd durch diese Schikane gefahren. Einiges an Zeit verloren. Ja, wir kommen auch schon in Runde 4. Jetzt eine Sekunde Rückstand, das ist natürlich jetzt richtig blöd. Wird sich jetzt ein bisschen wieder verringern, denke ich. Durch den Windschatten. Ja. Boah, was geht? Dachte ich doch noch einen rein, aber alles gut.
Ja, ich vermute mal, dass der Ferrari mit der mittleren Reifenmischung unterwegs ist und dadurch noch bessere Reifen hat im Vergleich zu mir. Bessere Reifen. Abgekürzt. Beziehungsweise wollte ich ja gar nicht mehr. Ignorieren der Streckenbegrenzung halbe Sekunde. Das ist natürlich jetzt saublöd. Richtig blöd. Richtig blöd, diese Strafe. Kann ich jetzt nicht gebrauchen. Ja, Leute, wir kommen jetzt in Runde 5. Alles entscheidende Frage ist jetzt, nachher zur Box oder noch nicht? Rot sind sie ja schon, die Reifen. Guck mal. Der erste ist schon zur Box. Ja, jetzt komme ich aber wieder richtig gut ran. Wahnsinn. Boah. Das leider nicht ganz gereicht. Shit. Habe ich die Leitplanke gerammt und bin dann auch noch neben die Strecke gekommen. Keine gute Runde. Ja, ich muss zur Box, Leute. Ich rutsche zu sehr durch die Gegend. Strafe noch absitzen. Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich auch noch Dritter sein. Darum komme ich auch jetzt gleich zur Box. Sonst verliere ich noch mehr Zeit. Ja, Box. Box, Box. Oh, tanken. Wie sieht's mit tanken aus? Ja, lassen wir mal reinlaufen. Das reicht ja nirgendwo hin. So. Jetzt bin ich auf den 5. zurückgefallen. So, weiter geht's. Ist wieder voll, Reifen sind neu. Wie gesagt, ich bin auch nicht sicher, ob diese Reifen, also die mittlere Mischung, ob die 10 Runden hält. Könnte aber gut sein. Schauen wir mal. Das wird sich auch schon ein bisschen an die gewöhnen, weil ich bin die noch gar nicht gefahren. Ja, und jetzt heißt es Aufholjagd. Ja, natürlich hier ganz klar das Ding gewinnen. Ich glaube aber auch die 4 Fahrer vor mir, da war noch keiner an der Box. Die werden natürlich hinten raus wieder den Vorteil haben, dass sie die besseren Reifen haben, klar. Taktikspielchen hier, aber mal gucken. Vielleicht geht das Ganze ja doch für mich irgendwie auf. Aber das sehe ich ja dann, wie lange bei denen die Reifen gehalten haben. Also wenn die jetzt zur Halbzeit reinkommen, könnte ich da gute Chancen haben. Ja, die Strafe war jetzt eben noch blöd. Die war richtig blöd. Jetzt auch aufpassen, dass das nicht nochmal passiert.
Ich bin jetzt ein bisschen näher gekommen auf den vierten, also nur noch 2 Sekunden. Von ursprünglich 3,6. Hinter mir kommt nicht mal keiner, das ist gut. So, jetzt Windschatten. 1,2 Sekunden Rückstand. Ja Leute, Runde 8. Runde Nummer 8 von 15. Ich hoffe, dass ich jetzt hier mal noch ein bisschen näher rankomme. Oh ja. Boah. Was für ein Überschuss komme ich denn hier angeflogen? Das ist ja Wahnsinn. Klar, aber es ist alles gut gegangen, ohne Strafe. Also mit Windschatten, das ist ja gigantisch. Mit sowas von plötzlich auf den aufgefahren, gigantisch. Wir haben fast noch reingefahren. Gerne mit dem auch noch so machen, aber möglichst nicht an der Kurve, wo ich es gerade eben gemacht habe. Wahnsinn, es kommen kaum welche zur Box. Halbzeit ist ja rum. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die mittleren Reifen hier 8 Runden halten sollen. Oder können. Also meine sind ja jetzt schon rot. Wir müssen noch 6 Runden. Unfassbar, das läuft wieder auf dieselbe Stelle hier hinaus. Ja, nicht ganz. Schau nicht auf dein Radar, Junge. Tja, dann halt jetzt. Ich gehe hier auf Nummer sicher. Ich will keinen Abflug irgendwo machen, nur wegen einem Überholmanöver. Leider nicht ganz ohne Berührung, aber ja, hat funktioniert. Jetzt bin ich auf dem dritten. 17 Sekunden Rückstand auf Bürsten, der jetzt zur Box kommt. Der GTR fährt weiter. Er hat jetzt auf weich gewechselt, ja. Da habe ich jetzt natürlich einen Nachteil. Der ist jetzt natürlich auf einer anderen Strategie. Hat die weicheren, schnelleren Reifen. Ja, und ist halt leider immer noch vor mir. Da vorne fährt er. Ja, das
das hat der Fahrer im Ferrari ganz richtig gemacht. Fünf Runden kommt man hier locker klar mit den Roten. Ich habe wieder Zeit verloren. Ja Leute, ich glaube, das geht nicht auf, hier nochmal weiter nach vorne zu kommen. Also Platz 1 wird schwierig. Zweiter Platz vielleicht noch, ja, weil der GTA noch zur Box muss. Und meine Reifen werden ja auch nicht besser. Das ist das Nächste. Wie gesagt, diese blöde Strafe in der ersten Rennhälfte, die wird mir wahrscheinlich hier zum Verhängnis. Jetzt ist der GTA in der Box. Aber an dem komme ich auch nicht vorbei. Ich habe 10 Sekunden auf den gehabt. Ich weiß nicht, wie lange man hier in der Box steht. Da kommt er. Der versteht auch nicht, was der Strich eigentlich bedeutet bei der Boxenausfahrt. Naja. Ja, jetzt schauen wir mal, Leute. Jetzt bin ich Zweiter. Runde Nummer 11. Oh, hat einer gut die Teile abgeräumt. Liegt alles kreuz und quer. Ist natürlich eine Menge Holz. Ich glaube, der hat auch beide Reifenmischungen drauf gehabt, also zuerst die mittleren und dann die weichen. Wäre dem nicht so, würde er eine Strafe bekommen. Aber ich glaube, der hat daran gedacht, das sah zumindest so aus. Dass es wieder eine Strafe gibt. Zum Glück nicht. Ja, die Reifen werden halt immer schlechter. Das macht es natürlich schwierig für mich, da nochmal an den ersten ranzukommen. Ja, die hinter mir kommen auch näher, das ist echt blöd. War glaube ich noch zu früh in der Box. Ja, jetzt haben die natürlich wieder Windschatten. Könnte sogar mein zweiter Platz in Gefahr sein, ja. So klar. Was für Idioten sind denn da wieder unterwegs? Ich kann es leider nicht anders sagen. Das war der, genau der ist mir reingefahren. Ja, jetzt ist der vor mir natürlich 10 Sekunden weg, das ist ja klasse. Echt toll. Wo ist er? Na, ich dachte, der wäre ins Kiesbett gefahren. Jetzt wird er mich wahrscheinlich kriegen mit Windschatten. Das ist fast sicher.
Ja, ein bisschen verzockt mit der Strategie. Das war jetzt nicht schlimm, dass ich mit den Weichen angefangen habe, aber ich bin doch eigentlich in Runde 6 oder nee, Runde 8. Weiß es nicht mehr, wann ich reingekommen bin. Mein Gefühl war es auf jeden Fall zu früh. Ja, jetzt ist der innen, das ist blöd. Oh Mann! Du Vollidiot! Oh, jetzt komm schon! Verdammte Mistkarre. Ah, oh, super! So ein Trottel im Toyota, das darf doch nicht wahr sein. Hätte der mich jetzt nicht überholen können, ohne mich zu berühren und rauszuschubsen. Mann, Mann, Mann! Unfassbar. Also wenn der Zweiter bleibt, dann glaube ich an nichts mehr. Mann, Mann, Mann. Schon wieder so ein Trottel neben mir. Wieso fährt er nicht ganz normal vorbei? Statt mich hier die ganze Zeit anzuschubsen. Unfassbar ist das. Jetzt gucke ich hier auf dem 6. rum und war auf Podiumskurs. Unglaublich. Ja, das glaube ich ja nicht. Der mich rausgeschubst hat, ist jetzt in der Box. Die Aktion hat sich ja mal gelohnt. Unfassbar. Komplett mein Rennen zerstört. Hätte nicht sein müssen. Und der Vogel ist immer noch zweiter, unglaublich. Unfassbar. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Es ärgert einfach. Versucht hier ein gutes Rennen zu fahren und dann, ja. Meine Reifen sind halt tot. Aber eine Runde muss ich noch. Hinter mir sieht es ganz gut aus. Die zwei, werden die sich einig? Ich glaube auch nicht. Ähnliche Situation wie bei mir, nur dass beide noch auf der Strecke sind. Eingefahren.
verstehe immer noch nicht, warum ich eine schlechte Wertung bekomme, wenn mir einer reinfährt. Wenn ich anderen reinfahre, bekomme ich immer gleich eine Strafe. Also meistens. Das war jetzt, weil der mir reingekracht ist. Das gibt's ja wohl nicht. Also kriegt er keine Strafe. Das ist doch der Hammer. Und mein Auto ist natürlich voll beschädigt. Ja, jetzt bin ich doch Fünfter geworden statt Sechster. Ja, der Toyota ist Zweiter geblieben. Unfassbar. Unfassbar, Leute. Es ist für mich unbegreiflich, warum manche Leute so fahren. Für den Nissan, der jetzt eben vor mir war, tut es mir sehr leid an der Stelle. Ja, ich konnte leider nichts tun, da mir der Scirocco reingeknallt ist. Ja, fünfter Platz hier in Monza. Nicht das Ergebnis, das ich mir erhofft habe. Absolut nicht. Aber auch hier seht ihr wieder, dass einige vergessen haben, die Reifen. Also beide Mischungen zu fahren, das sind hier die 20 Sekunden Strafen. Ich konnte nur profitieren von einem, der eben vor mir war, das, ich weiß gar nicht, welcher das war. Ist jetzt auch egal. Letztendlich bin ich noch einen Platz nach vorne gesprungen, also statt 6. 5. Kein gutes Ergebnis, ich bin von 4 gestartet, ein Platz verschlechtert. War lange Zweiter. Meine Strategie war vielleicht auch nicht so die beste. Aber gut, ist jetzt so. Ich frage mich, warum das Rennen hier jetzt immer noch läuft. Sind doch alle durch, oder? Ja. Ja, 12 Punkte, magere Ausbeute. Man hat hier allgemein wieder sehr wenig Punkte bekommen. Kann man kurz gucken. Liegt aber daran, weil ich im Moment auch nur auf D bin, also Fahrerwertung. Ja, und der Erstplatzierte, das könnt ihr jetzt hier leider nicht sehen, hat hat immerhin 39 Punkte bekommen. Ne, 14, Entschuldigung. 14, also der hat nur 2 Punkte mehr bekommen wie ich, das ist ja auch ein Witz. Aber Sieg wäre halt Sieg gewesen. Naja, nächstes Mal wieder. Aber ich muss sagen, Monza macht auf jeden Fall Spaß ohne Schikanen. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht beim Zuschauen. War spannend, am Anfang ein bisschen, ja. In der ersten Runde, da ging es auf jeden Fall schon gut zur Sache, wie ich fand. Von dem her hat auch Spaß gemacht zu fahren, aber die eine Aktion von dem Toyota hätte nicht sein müssen. Ich wiederhole mich gerne, aber es ist so. So, Leute, ich möchte euch noch ganz kurz zeigen, wenn es hier gehen würde. Ah, jetzt. Ja, die 12 Punkte hier in Monza, die werden mir auch schon wieder rausgestrichen, weil nur die besten 5 Ergebnisse zählen. Wir fahren nächste Woche Samstag Lago Maggiore. Das heißt, nächste Woche Mittwoch ist Pause. Findet kein Rennen statt. Ja, so sieht's aus, Leute. Schaut wieder rein beim nächsten Video, wenn es euch gefallen hat. Würde mich freuen. Bis dahin dürft ihr natürlich gerne einen Daumen oben da lassen. Das Ganze abonnieren. Und schaut einfach wieder rein, wenn es heißt Gran Turismo Sport, Leute. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zocken. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.